Heide Witzka, 19. September 2010. Die Schleierhalle, weil die Decke gestrichen wird am Dienstag. Die Eingangshalle. Das ist der Schrank, kommt man Raum Tirol. Hier wohnen die ganzen Spachtel und Pinsel. Hier wohnt die Farbe, Spachtelmasse und so weiter. Lagerraum der Stadt. Das ist der blaue Flur. Als erstes kommt immer noch der Raum Tirol, der inzwischen ein Hochbett hat und eine Kreidetafel. Aber der Boden wird noch versiegelt. Dann kommt, wie immer, Raum Wildkatzen, der auch ein Hochbett hat. Ah, hier steht die Hobelbank, die kommt natürlich in den Raum Tirol. Fliesen sind schon da, Küche kommt am Donnerstag, glauben wir. Tada! Da ist im Moment der Werkzeugraum. Gekürbte Durchschlafhitzer hin. Und hier eine Spüle und Fliesen, blaues Quatsch. Da ist der Kellerflur. Sperberkeller. Wildkatzenkeller. Und genau, dem Kondorkeller. Da ist die Tür auch zu. Die Fluchttreppe. Ach nee, die ist noch gar nicht da. Ah, auch was Neues. Geputzte Fenster. Und noch was Neues. Die Lampen hängen alle. Das Gerüst wird noch diese Woche abgebaut. Marokko-Ecke. Kann man schon was erkennen? Ja, gibt es nämlich schon die Lampe. Hier ist der Koch mit dem Felix-Koch dabei. Und die montieren die Kinostühle für den Raum Burgund. Das ist der Meutenraum. Der Fußboden kommt mit etwas Glück am Dienstag. Nee, am Mittwoch. Hoffentlich. Hoffentlich. Das ist der Raum Burgund. Frisch geputzt. Leuchter hängt. Bild hängt noch nicht. Tapete kommt am Dienstag. Bild gibt's auch schon. Da ist der Felix wieder. Das ist der Raum Lappland. Da wird im Laufe der Woche das Licht montiert. Kondorraum. Auch mal angucken. Stehen schon ein paar Möbel drin. Super. Sperberraum. Fliesen sind dran. Küche kommt am Donnerstag. Glauben wir, hoffen wir. Das ist der Oberraum. Alles sauber. Möbel sind schon teilweise aufgebaut. Kronleuchter werden noch anders aufgehangen. Alles super. Das ist der Raum Adria mit dem Bullauge. Piratenplakat und so weiter. Das war das Neueste, 19. September 2010, aus der Heide Witzka.